Ja, wie du mit wenig deiner kostbaren Zeit möglichst effizient dein Geld anlegst und dabei sogar noch gut Zusatzeinnahmen generieren kannst. All das und noch ein bisschen mehr zeige ich dir heute. Und warum kann ich dir überhaupt da was zu erzählen? Ich habe in den letzten 4 bis 5 Jahren ein gut siebenstelliges Portfolio mir aufgebaut. Das Gute aber an der Sache ist, es zahlt mir jetzt schon einen guten Cashflow von so 4.000 bis 5.000 Euro pro Monat. Willst du dazu mehr erfahren? Dann bleib auf jeden Fall dran. So, dann starten wir mal direkt rein. Eine Sache vorweg noch, falls du mich noch nicht kennst von anderen Videos auf diesem Kanal, dann stelle ich mir mal kurz vor, ich bin Christian Richter und investiere jetzt schon so, naja, eigentlich so 6, 7 Jahre, wobei effektiv wirklich eigentlich ja so 4, 5 Jahre, wirklich, wirklich fokussiert und habe mir da jetzt, wie ich gerade schon gesagt, ein ganz gutes Cashflow-Portfolio mit aufgebaut. Glaub mir, ich war irgendwann auch mal, wo du jetzt vielleicht bist, keine Ahnung von Finanzen, auch nicht reich geerbt oder irgendwas, sondern alles sogar aus dem Dispo raus, also aus dem negativen Konto jetzt aufgebaut. Und hier tatsächlich jetzt mittlerweile so um die 18 Immobilieneinheiten, ein stattliches Krypto- und Aktienportfolio, was so insgesamt mit allem vermutlich so im mittleren siebenstelligen Bereich liegen wird. Aber das Wichtigste, wie gesagt, der Cashflow, und darum bin ich nämlich auch angetreten. Ich habe angefangen, mir irgendwelche Sachen anzugucken Richtung Finanzierungsvermittlung, also da Vermittler, Makler zu fragen und zu gucken, okay, können die mir helfen, mein Ziel zu erreichen? Weil ich habe von Leuten aus USA damals, kam diese Bewegung FIRE, Financial Independence, Retire Early, erfahren, dass es möglich ist, mit Investitionen eben zu sagen, okay, ich baue mir jetzt nach und nach, irgendwie im ersten Jahr vielleicht 200, 300, 400 Euro zusätzlich, im nächsten Jahr ein paar hundert Euro mehr und dann mehr, sich quasi Zusatzeinnahmen aufzubauen. Weil mir war nie wichtig, ein großes Vermögen zu haben. Weil wozu? Was ist eine Zahl auf der Bank? Mir war auch nie wichtig, irgendwie einen großen Bestand oder irgendwas zu haben, sondern mir ist immer das vorrangige Ziel, ich möchte mich von meiner Zeit entkoppeln. Also, dass ich für meine Familie, ich werde jetzt demnächst Vater, für meine Familie eben mehr Zeit haben kann, für meine Eltern viel mehr Zeit haben kann, für mich, für meine Dinge, die ich eben bewegen möchte, für auch so ein Projekt wie das hier umsetzen zu können, ohne da auf jemanden angewiesen zu sein, der mir sagen kann, was ich mit meiner Zeit wann mache. Und da kommen wir auch gleich, finde ich, zum Kernproblem. Also ich habe dann gesehen, okay, ich arbeite gerne, ich mache auch die Sachen gerne, deswegen mache ich die auch immer zum Teil zumindest, also gerade in Teilzeit, weil ich da echt Spaß dran habe. Ich weiß aber auch, das kann sich auch schnell mal ändern oder es kann sich Wirtschaftslagen ändern oder es können sich Zeiten ändern oder es kann sein, dass ich lieber gerne mal eine Zeit lang Vollzeitpapa sein möchte. Wer weiß, ich möchte diese Entscheidungsgewalt eben bei mir haben, dass ich weiß, okay, ich kann das für mich entscheiden und für meine Familie. Und vielleicht bist ja genau du jetzt auch da, dass du sagst, okay, cool, Job macht eigentlich ganz Spaß. Ich möchte aber einfach für mich und für meine Familie besser vorsorgen. Weil eins kann ich dir nämlich sagen, mit meiner Methode oder das, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, kriegst du auf jeden Fall auch eine gute Altersvorsorge hin. Also die kommt eigentlich dann nebenbei. Muss man sich eigentlich keine Sorgen mehr machen, sondern überleg ja mal, wenn du dann irgendwann nach 5, 10, 15 Jahren, muss ja nicht jeder so eskalieren wie ich, nach 5 Jahren schon so viel Geld zu haben oder so viel zusätzlichen Cashflow. Ich möchte damit jetzt nicht angeben oder irgendwas. Ich möchte einfach nur wissen oder dass du weißt, was möglich ist. Weil das hat mir am meisten auch damals geholfen, dass ich Leute gesehen habe, okay, cool, die schaffen es irgendwie innerhalb weniger Jahre, einen Cashflow aufzubauen, ein Zusatzeinkommen, wovon sie eben leben können. Und allein dieses Wissen hat mir eben geholfen, da auch dran zu bleiben und zu wissen, okay, ich kann es auch erreichen. Und wenn ich es nicht in 5 Jahren schaffe, ist es auch okay. Dann schaffe ich es aber mindestens mal in 10 oder 15 Jahren. Und was denkst du denn, was passiert, wenn du dieses Zusatzeinkommen hast? Das hast du natürlich in der Rente auch. Und wenn du dann schon in der Zeit vor der Rente davon leben kannst, naja gut, dann bist du ja quasi schon in Rente. Was natürlich eine ganz andere Ausgangslage für dich und deine Familie oder generell für dein Leben ist. Und dann brauchst du natürlich um deine Altersversorgung auch keine Sorgen machen. Weil wenn du Assets hast, die jetzt da sind, die jetzt schon produzieren, bei mir wird es so sein, dass ich jetzt 4.000, 5.000 Euro habe. Ich werde es natürlich stetig steigern. Aber wenn ich jetzt aufhören würde, ich weiß, dass zum Beginn meiner Rentenzeit alles abgezahlt ist, also auch meine Immobilien, und dann sich der Cashflow nochmal wahrscheinlich vervierfacht, weil die Kreditraten ja nicht mehr da sind. Und daher aus dieser Ausgangslage weißt du ja schon, okay, krass, ich habe jetzt schon 4.000 Euro um jeden Monat. Wenn sich das jetzt nochmal um die Tilgung verringert, weil ich muss dann nicht mehr tilgen, ich muss keine Zinsen mehr zahlen und ich habe andere Themen nicht mehr, dann stehe ich doch dann noch viel besser da. Und wenn man das einmal gecheckt hat und weiß, okay, cool, ich baue mir jetzt Assets auf, die mir vielleicht ein bisschen Cashflow, manchen reicht ja auch schon irgendwie 1.000 Euro im Monat, dass sie einfach ein bisschen mehr Luxus haben, vielleicht ein bisschen mehr Urlaube machen können, ein bisschen besser investieren können oder so. Und wenn man da schon mal ist, dann weiß man, okay, die nächsten Schritte sind gar nicht so schwer.
Und der nächste Punkt ist, die meisten Lösungsansätze, zumindest da draußen, die gehen immer entweder von jemandem aus, der gar keine Zeit hat und sagt, okay, ich möchte mich damit gar nicht befassen, deswegen ETF und ich möchte eigentlich auch nur meine Rente aufbauen. Oder du bist Vollzeitinvestor. Ich möchte tatsächlich einen Zwischenweg gehen, dass du sagen kannst, okay, ich kann das nebenbei aufbauen, nebenbei meiner Angestellten-Tätigkeit, nebenbei meines Jobs, meiner Unternehmertätigkeit, meiner Selbstständigkeit, meine hart erwirtschaftete Kohle quasi ordentlich anzulegen, dass du sagst, okay, cool, ich habe da jetzt 3, 4, 5 Stunden jede Woche, die ich da investieren kann und möchte. Kleiner Spoiler, das wird nicht immer so sein, sondern eher nur am Anfang. Also bei mir war es auch am Anfang sehr, sehr viel Zeit, die du gar nicht mal investieren musst, weil du ja zum Beispiel jetzt hier mich hast als YouTube-Kanal oder als generell vielleicht auch Mentor, wenn du möchtest. Aber dann sagen zu können, okay, ich baue jetzt vielleicht mal 1, 2, 3 Jahre mir das auf oder der Initialzündung ist ja, reicht meistens dann schon, dass man das ein Jahr lang wirklich mal fokussiert macht oder ein paar Monate und dann die Sachen laufen lässt und dann hier und da mal nachjustiert. Und das ist mir besonders wichtig, dass dieses Urvertrauen da ist, dass du verstehst, das ist für dich auch machbar. Klar, ganz ehrlich und offen, wenn du jetzt irgendwie 2000 Euro netto verdienst und 1900 Euro davon ausgeben musst, weil es nicht anders geht, dann wird es schwierig. Wenn du aber jetzt jemand bist, der sagt, ich habe jetzt 2500 Euro netto, 3, 4, 5000 Euro netto und gebe davon aber nur 2000 aus, habe somit 500, 600, 700, 800, 1000, 1500 Euro jeden Monat frei zur Verfügung, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, das geht auf jeden Fall sehr, sehr gut damit, sowas zu planen, sowas auch umzusetzen. Und da kommen wir jetzt auch schon Richtung Lösung, sage ich mal. Klar ist jetzt hier wahrscheinlich nur ein 12 bis 15 Minuten Video, je nachdem, wie viel Zeit ich mir jetzt hier nehmen kann. Viel längere Videos funktionieren auf YouTube halt nicht so viel. Und dann reicht es eben nicht so viele Menschen. Deswegen sieh es mir nach, ich versuche jetzt die Lösung grob zu skizzieren. Wenn du da Detailpunkte brauchst, dann geh gerne auf meinen Kanal, schau da mal rein, abonniere natürlich gerne, um da kein Video zu verpassen. Da habe ich auch Detailvideos gemacht. Das ist jetzt hier ein Überblicksvideo, der dir nochmal so ein bisschen zeigt, okay, wie setze ich das um, wie lege ich mein Geld an und wie reinvestiere ich auch Sachen, um da einfach besser aufgestellt zu sein. Deswegen auch keine Magie erwarten. Das sind ganz herkömmliche Mittel, die aber zeiteffizient und sauber eingesetzt werden, um dir eben deine kostbare Zeit eben zu sparen. Aber was ich dir auch sagen kann, ist, ich habe am Ende noch mal eine kleine Überraschung für dich. Ich habe nämlich eine kleine Anleitung, Schritt-für-Schritt-Anleitung, beziehungsweise einen Überblick auch erstellt als E-Book, als PDF, um dir da auch ein bisschen den Einstieg zu erleichtern, um dir da auch einen besseren, ja, so eine kleine, wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit ein paar Punkten, die du auch beachten musst, in jedem Lösungspfad quasi mit dir an die Hand zu geben. Deswegen sei schon mal gespannt, spring jetzt aber nicht bis ans Ende, weil du wirst Teile des Guides vielleicht nicht verstehen, wenn du jetzt vorspringst. Und ein Punkt dazu auch, tu das nicht einfach so ab. Also wenn du dir jetzt das Ding schon runtergeladen hast, schon mal durchgelesen hast, sagst du, okay, naja, ein paar Sachen kenne ich schon, ein paar Sachen, ja, verstehe ich, mache ich ja schon so ein bisschen. Unterschätzt dieses Video und diesen Leitfaden nicht, ganz ehrlich. Ich kann dir ganz aus eigener Erfahrung sagen, man liest da manchmal so drüber und denkt so, man macht das schon. Wenn man dann aber den nächsten Schritt nochmal wirklich in sich einführt und denkt so, okay, mache ich die Sachen auch wirklich, setze ich die wirklich auch selber sauber um und ziehe die auch wirklich durch und investiere auch wirklich. Viele denken, sie investieren schon und machen dann eigentlich nur so hier mal eine Einzelaktie, hier vielleicht mal ein ETF so ein bisschen kaufen, kommen dann noch nicht mal einen Schritt weiter. Und da auch wirklich dran zu bleiben und zu sagen, okay, ich setze da wirklich um und ich mache mir da auch einen Plan. Und anhand dieses Dokuments kannst du dir tatsächlich einen guten Plan machen. Und dann nicht wieder von irgendwelchen Sachen ablenken lassen. Viele fangen dann auch an, okay, habe ich verstanden, ich mache das nächste und da ist noch was, eine coole Lösung, da ist noch eine coole Lösung. Wenn du mit Investieren und mit meiner Methode dort wirklich erfolgreich sein willst, dann musst du auch nur, das macht es eigentlich einfacher, dann musst du nur diese Dinge machen, nichts anderes. Pack alles weiter weg, du musst auch nicht irgendwelchen komischen, halbseriösen Guides folgen, die dir irgendwelche Sachen vom Himmel versprechen. Ich verspreche dir nichts vom Himmel, was nicht wirklich funktioniert, was ich nicht selber und meine Kunden oder meine Leute im Netzwerk nicht wirklich auch selber durchziehen. Und durchziehen hört sich jetzt wieder so hart an. Die Sachen sind einfach, aber nicht leicht. Das kann ich dir auch schon sagen. Es ist jetzt nicht so, dass du dich mal 2 Wochenenden hinsetzt und dann ist das alles erledigt. Mit dem ETF-Sparplan vielleicht, das kann man erreichen, wenn man da auch jemanden hat, der vielleicht da mal drüber guckt. Aber so ein Portfolio, was dir vielleicht im Zweifel mehrere tausend Euro jeden Monat bringen soll, ist ja auch ganz einfach zu erklären. Wenn es so einfach wäre, so leicht wäre, dann könnte es ja jeder und dann würde es auch jeder machen. Deswegen kann ich dir jetzt schon sagen, bleib da gerne dran. Mir hat es am Anfang auch nicht so leicht gefallen, aber genau deswegen will ich dir ja hier in so einem Video auch helfen oder mit meinem Kanal eben generell helfen. So, und jetzt gehe ich mal ganz kurz über die Punkte drüber, die in dem Dokument so ein bisschen erwähnt werden oder wie meine Strategie generell aussieht. Also, es gibt 5 Schritte, also deswegen heißt es auch die Top 5 Investmentstrategien für private Anleger mit Zeitmangel inklusive Cashflow, also inklusive Zusatzeinnahmen.
Und die 5 Schritte sind eben, dass man sich mit seinem Geld, mit dem Geldmanagement und dem Haushaltsthema beschäftigt. Also dass man da aber wirklich ein klares Bild hat, welche Vermögenswerte habe ich, welches Einkommen habe ich, was geht alles so raus, um da auch wirklich investierbar zu sein. Am Anfang hatte ich gesagt, wenn du 2.000 Euro verdienst, ist auch egal, wenn du 10.000 Euro verdienst. Ich hatte auch Kunden, die 10.000 Euro verdienen im Monat und auch deutlich mehr sogar noch, die aber, wenn die 10.000 verdienen, 9.500 ausgeben, dann aber erwarten, dass sie investieren, mit den restlichen 500 Euro, um ihre 9.000 Euro zu ersetzen, die sie eigentlich brauchen, dann wird es nicht funktionieren. Das kann ich dir ganz ehrlich und offen sagen. Ich bin kein Mensch, der irgendwelche Sachen verspricht, die nicht funktionieren. Das ist nicht meine Natur, sondern ich bin da auch ehrlich. Es sind Sachen, die sind machbar, aber zu viel Magie sollte man auch nicht erwarten, sondern man muss dann natürlich auch was tun. Und da ist eben Geldmanagement oder Basis ganz, ganz wichtig für mich. Und der nächste Schritt ist dann, gehört auch so ein bisschen zur Basis für mich dazu, sind dann Aktien, ETF. Ich bin ein Freund von ETF-Sparplänen, die einfach funktionieren und laufen. Wo man sich einmal wirklich gut mit beschäftigt und sagt, okay, ich committe mich jetzt da. Klar muss man alle paar Monate vielleicht mal reingucken, auch so ein bisschen schauen, welche Fokusgebiete hat man da vielleicht auch eingeteilt. Vielleicht sind da Gebiete da drin, die vielleicht in 5 Jahren nicht mehr funktionieren. Dann muss man da ein bisschen mal nachjustieren. Wenn man aber einmal drin ist, aus meiner Sicht, sind es ganz einfache Themen, die ganz einfach zu lösen sind. Das nächste Thema ist mein Lieblingsthema tatsächlich, neben dem darauf folgenden, ist nämlich das Thema Immobilien. Wie man das machen kann, erkläre ich in anderen Videos, aber ganz ehrlich, ist aus meiner Sicht, ich glaube, 95% der vermögenden Leute oder Vermögenswerte von Familien, von reichen Menschen stammt aus diesem Bereich. Und das auch nicht zu unterschätzen, auch nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt Optionshandel oder sowas. Es gibt ja ganz viele Programme da draußen, die mögen vielleicht teilweise funktionieren, aber aus meiner Sicht muss man da deutlich mehr Zeit investieren, als oft versprochen wird. Deswegen, eine Immobilie, die ist da, da zahlt jemand anders deinen Kredit, deine Tilgung, dein Darlehen ab und idealerweise hast du noch vielleicht 100, 150, 200 Euro Cashflow. Je nach Modell, du kannst natürlich auch viel mehr, deutlich mehr erreichen. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache jetzt ein bisschen mehr Steuerung da drin und ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, die ich investieren kann, mach da jetzt zum Beispiel eine WG draus oder eine Mobilitätsvermietung oder vielleicht sogar eine Monteursvermietung, Kurzzeitvermietung oder irgendwas in der Richtung, dass man sagen kann, ich schaffe da noch ein bisschen mehr Mehrwert für Menschen und dadurch habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Cashflow. Ich habe Wohnungen, die alleine eine Wohnung, wo die dann 2.000 bis 2.500 Euro Cashflow machen. Bedeutet, alle Kosten abgezogen, auch das Darlehen, es bleiben noch 2.000, 2.500 Euro übrig, was natürlich super spannend ist. Ist vielleicht nicht für jeden Anfänger sofort was, sondern ich würde erstmal empfehlen, kauf vielleicht erstmal eine Wohnung zur Normalvermietung. Du sagst, du hast da einen Mieter drin, der zahlt da seine Miete, ist für die Bank auch ein besseres Zeichen. Und du sagst, okay, du willst erstmal ganz, ganz konservativ vielleicht investieren, um da auch einen guten Cashflow aufzubauen, einen Track Record aufzubauen bei der Bank, um dann die nächsten Schritte zu gehen. Dazu kann ich dich natürlich bringen auf diesem Kanal, ganz, ganz einfach, gibt es schon einige Videos zum Thema Immobilien, aber natürlich auch in meinem Coaching-Mentoring. Wie gesagt, aber vieles kannst du mit Büchern und mit meinem Kanal sicherlich schon erreichen. Dann das Thema Kryptowährung, aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, gerade aktuell, weil jetzt die nächsten Monate wieder sehr, sehr volatil werden, was für viele erstmal wieder Angst auslöst, aus meiner Sicht aber die Chance, jetzt da einzusteigen, bevor man wieder zu spät ist. Wenn der Bitcoin jetzt wieder bei 60, 70, 80.000 ist und da wird er hingehen und deutlich noch darüber hinaus, dann wieder anzufangen, weil man dann FOMO hat, also Fear of Missing Out quasi, das andere, oh, andere verdienen da gerade ganz viel Geld drin. Jetzt ist gerade langweilig. In so einer langweiligen Phase ist die beste Zeit einzusteigen, glaub mir das. Und da auch habe ich einige Videos schon gemacht, guck dir die gerne an und schau auch in meinen Guide rein, den du runterladen kannst. Hier unter dem Video habe ich den Link verlinkt. Da habe ich so ein paar erste Schritte, also wirklich die ersten Schritte, wirklich effektiven ersten Schritte mal dokumentiert und aber auch geschrieben, worauf du so ein bisschen achten musst, worauf du aufpassen musst. Lade dir gerne den kostenlosen Guide dazu runter. Klar, im Tausch gegen eine E-Mail. Ich werde dir da nichts verkaufen, auch nichts aufquatschen. Du kannst dann auch gleich wieder aus dem E-Mail-Verteiler rausgehen. Das ist mir auch nicht egal. Klar hätte ich dich sehr gerne drin, um einfach eine Connection mit dir aufzubauen. Aus meiner Sicht aber hast du da auch noch dann was. Und der letzte und finde ich auch ein wichtiger Schritt, der vielleicht am Anfang noch nicht so greifbar ist so die Wartung, also die Wartung von so einem Portfolio. Heißt natürlich nicht, dass man das alles einmal aufsetzt und dann läuft es komplett alleine. Geht auch, gibt Mittel und Wege, aber die dauern noch ein bisschen länger, finde ich, die aufzusetzen und sind am Anfang auch gar nicht so spannend, sondern man sollte die Sachen auch erstmal selber alles gemacht haben, aus meiner Sicht zumindest, um dann zum Beispiel einen Asset Manager draufsetzen können. Aber das ist alles so Zukunftsmusik. Wartung aus meiner Sicht heißt, ich gucke in meine ETFs, setze mir da vielleicht einen Termin in meinen Kalender, gucke da mal rein, laufen die gut, laufen die wie erwartet, muss ich dann nachjustieren.
Immobilien musst du, wenn die aufgesetzt sind, je nach Modell, hier und da eh immer noch mal reingucken. Ganz ehrlich, ich habe aber mit meinen Normalvermietungen eigentlich nichts mehr zu tun. Also da macht meine Buchhaltung, kümmert sich da einfach da um die Abrechnungen und so. Der Rest, da habe ich pro Wohnung vielleicht noch mal ein paar Stunden im Jahr zu tun. Und das sind halt dann so Sachen, die man dann auch in Erwartung macht. Aus meiner Sicht, wie gesagt, wenn man das einmal gut aufgesetzt hat und wenn man da jetzt noch nicht so krass eskaliert wie ich, hat man auch gar nichts zu tun irgendwann. Da hat man vielleicht mal pro Monat mal 1-2 Stunden oder sowas. Wenn es mal aufgesetzt ist, bin ich auch transparent. Die Aufsetzungsphase kostet ein bisschen Zeit, da muss man vielleicht mal 3, 4, 5 Stunden in der Woche, je nachdem, was man erreichen möchte. Wenn du sagst, ich möchte jetzt innerhalb von 3 Jahren 3.000 Euro als Cashflow aufbauen, jeden Monat, dann musst du schon ein bisschen mehr Gas geben oder sehr viel Kapital haben, also mehr Kapital haben, sage ich mal so. Und das ist jetzt mal ganz, ganz, ganz grob skizziert, was dich in diesem Leitfaden erwartet, in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung. Da sind natürlich noch deutlich mehr Details drin. Wenn du da auch Fragen hast, gerne als Kommentar hier drunter. Gerne auch natürlich ein Like da lassen, wenn du dir das schon mal ein bisschen geholfen hat, so ein bisschen Klarheit reinzukriegen, was man dann eigentlich macht. Oh, mache ich jetzt eigentlich Peer-to-Peer-Kredite oder soll ich jetzt einen Wald in Paraguay kaufen oder soll ich jetzt irgendwelche Gewerbeimmobilien kaufen oder sonst was? Nee, mach's einfach, gerade am Anfang, dass du wirklich umsetzt und dann in diesen Themen erstmal drin bist. Kannst du alles später noch machen, aus meiner Sicht nicht wirklich relevant und nicht sinnvoll. Aber im Zweifel möchte ich dich auch nicht davon abhalten, wenn du einen Wald in Paraguay kaufen willst, der dir dann irgendwie Holz bringt und dann Cashflow und keine Ahnung. Aus meiner Sicht macht es das nur komplexer, sondern mach es einfach einfach. Und da ja Beispiele oft auch sehr hilfreich sind, habe ich da jetzt mal 3 mitgebracht. Von zum Beispiel Timo, der wollte im Prinzip eigentlich nur Kryptowährungen investieren, hat dann auch noch ein paar andere Sachen gemacht, aber da hat er tatsächlich schon erste gute Erfolge gemacht. Also schon ein paar tausend Euro in den ersten Monaten an Gewinn mit rausgeholt und dann tatsächlich sogar den Cashflow, die Cashflow-Methode genutzt, um da im monatlichen Cashflow mit seinen Kryptowährungen zu realisieren. Dann habe ich zum Beispiel auch die Sandra begleitet direkt, die am Anfang hatte, glaube ich, schon 2 Immobilien, aber von so Vertrieben. Also das hört man ja immer mal wieder, dass man so sogenannte Vertriebsimmobilien, so Broschüreimmobilien, die dann so richtig schön Hochglanz aufpoliert sind und die man dann kauft mit einem Mietpool und so weiter, das ist natürlich alles oft nicht sich rechnet. Die haben wir dann auch optimiert und dadurch hat sie tatsächlich ein bisschen Glück gehabt, dass sie zu einer guten Zeit gekauft hat, dass die sich jetzt gut entwickelt haben und wir diese Mietpool-Sachen und auch die Verwaltung und so alles rausgenommen haben. Zu ihrem Nutzen natürlich. Sie hat, glaube ich, dann von minus 200 Euro pro Wohnung, ich glaube jetzt plus 500 Euro, was natürlich eine Differenz von 700 Euro in ihrer Haushaltskasse sind, erstmal optimiert. Und noch Sahnestück obendrauf, während dieser Zeit auch direkt noch 2 neue Wohnungen gekauft, die aber sofort von dann auf gleich positiven Cashflow hatten. Und jetzt erst gerade jüngst begleite ich noch den Johannes, der wollte eigentlich mit Immobilien Normalvermietung starten, hat dann aber tatsächlich dank unserer Zusammenarbeit direkt 2 Immobilien für die Kurzzeitvermietung angeboten bekommen, die er jetzt macht, erfolgreich. Und ich meine, mich recht zu erinnern, im ersten Monat, glaube ich, gleich 9.000 Euro mit 2 Wohnungen an Umsatz gemacht. Was er jetzt an Gewinn übrig war, kann er jetzt noch nicht ganz so sagen, aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, es bleiben sicherlich 2.000, 3.000 Euro übrig im ersten Monat. Finde ich schon eine recht krasse Leistung. Ja, und wenn du auch dazugehören möchtest, ich will dir jetzt nichts verkaufen, wie gesagt, lad dir vielleicht erstmal den kostenlosen Leitfaden runter, guck dir den an, mach vielleicht schon mal die ersten Schritte und vielleicht kriegst du es auch komplett alleine hin. Ich habe jetzt mit auch Leuten schon Kontakt gehabt, die sich höchst bei mir gedankt haben, über meine Videos den Guide schon gelesen haben und schon da Sachen umgesetzt haben. Alles cool. Das ist meine Mission, das will ich machen. Wenn du da Unterstützung willst, ist es auch völlig okay, dann bin ich auch da, dann melde ich auf jeden Fall gerne.